Sehr geehrter Gemeinderat, da dieser gegenstellige Themenkomplex in der heutigen Fragestunde im Rahmen einer Anfrage an Frau Amtsführende Stadträtin Magister Uri Siemer bereits ausführlich behandelt worden ist, verzichte ich auf eine besonders lange Einleitung, darf Ihnen lediglich zwei Sätze von Beginn an mitgeben. Erstens, selbstverständlich bekenne ich mich zur Nordostumfahrung. Alles, was hier gesagt wurde im Hinblick auf die Notwendigkeit dieses Bauprojekts im Zusammenhang mit der Verkehrsentwicklung, der Anbindung über die A5 nach Norden, die Anbindung zur Ostautobahn, teile ich, ist richtig, ich bekenne mich dazu. Zum Zweiten, Ostumfahrung wird den politischen Konflikt, den es zur Stunde gibt, mit Dialog lösen müssen. Andere Lösung, Hainburg. Und dies ist der Grund, warum ich denke, dass die Vorgehensweise, wie wir sie gewählt haben, das Gespräch und den Dialog zu suchen, eine zielführende ist, um dieses für die Stadt so notwendige Projekt auch umsetzen zu können. Den gegenständlichen Probebohrungen liegen drei öffentlich-rechtliche Genehmigungen sowie eine private Gestaltung durch die MZIG als grundstückverwaltende Dienststelle vom 25. April 2006 zugrunde. Weder aus den Bescheiden noch aus der Gestattungsvereinbarung ergibt sich eine Verpflichtung, auch nur Zusicherung der Stadt, einen friktionsfreien Ablauf der Arbeiten zu garantieren. Nach den allgemeinen Grundsätzen trifft denjenigen, der durchführt, Zumutbarkeit eine Verkehrssicherungspflicht. Diese Verkehrssicherungspflicht wurde durch die vorliegende Gestattung keinesfalls an die Grundeigentümerin der Stadt Wien übertragen. Im Gegenteil. In der Gestattungsvereinbarung wurde die ASFINAG auf die besondere Sensibilität gegenständlicher Bohrtätigkeit hingewiesen, da die Bohrmannschaft nicht vor Ort ist. Weiters wurde eine Haftung der ASFINAG für jeden Schaden, der durch die Benutzung am städtischen Eigentum oder an dritten Personen entstehen sollten, ausdrücklich festgehalten. Hingegen wurde jede Haftung der Stadt Wien für Sach- und Personenschäden, die sich aus gegenständlicher Gestattung, aus welchem Titel immer, entstehen sollte, ausgeschlossen. Zusammenfassend gilt daher zivilrechtlich, dass die ASFINAG sowie ihre Verkehrssicherungspflicht reicht, für auftretende Schäden haftet. Die Stadt Wien als Grundeigentümerin hingegen nicht. Zu Punkt 3 bis 7. Das Camplager liegt nach den mir vorliegenden Informationen zum erheblichen Teil außerhalb des Nationalparks und außerhalb Wiens. Eine entsprechende von der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf zur Kenntnis genommene und nicht untersagte Versammlungsanzeige liegt. Eine Übertretung des Wiener Nationalparkgesetzes liegt dann vor, wenn ein Eingriff in die Natur gegeben ist. Dies ist dann der Fall, wenn eine Maßnahme nachteilige Auswirkungen auf den Nationalpark hat. Das Begehen entsprechend gekennzeichneter Wege und die Mitnahme sowie das Verwenden von Fahrrädern auf den besonders gekennzeichneten Wegen keiner Bewilligung stellt somit keine Verwaltungsübertretung dar. Wenn jedoch verwaltungsstrafrechtlich relevante Tatbestände vorliegen, sind diese von den Behörden zu prüfen und dieser die entsprechend gesetzlichen vorgesehenen Schritte zu setzen. Als Beispiel sei hier das Entzünden von Feuern genannt. Der unter Punkt 1 und 2 Bestattung 20. April 2006 könnten allfällig zivilrechtliche Schritte für die Dauer der Gestattung allein vom Gestattungsträger gesetzt werden. Zu dem Punkt 8. Die in der Lobau befindlichen Personen sind abgesehen von den in den Medien genannten Personen, Mitglieder der NGOs, Global 2000, Greenpeace, Virus, Vertreter der Bürgerinitiativen, den Behörden derzeit nicht bekannt. Zu Punkt 9 und 10.
Es kann nur der Projektbetreiber selbst rechtliche Schritte zur Durchsetzung seines rechtsgültigen Bescheides unternehmen. Zu Punkt 11. Die von der Stadt gegenüber der ASAG eingeräumten Gestattung ist kein Bescheid, sondern ein zivilrechtlicher Vertrag. Es kann nur die ASFINAG rechtliche Konsequenzen aus diesem zivilrechtlichen Vertrag ziehen. Punkt 12 bis 16. Bis dato ist der Stadt Wien kein nennenswerter Schaden hinsichtlich der Realisierung der S1 Nord entstanden. Da die ASFINAG Projekt betreibt, obliegt es der ASFINAG, rechtliche Schritte bei Schäden Ihnen gegenüber zu setzen. Zu Punkt 17. Ich darf nochmal wiederholen, dass sich ein erheblicher Teil des Camp-Lagers der Aktivisten in das Dorf in Niederösterreich befindet. Zu Punkt 18. Es wurden am 27. November 2006 Gespräche zwischen der ASFINAG Stadtbaudirektion und den Aktivisten mit dem Ziel, bei den Aktivisten Verständnis für dieses Projekt zu entwickeln, bereits geführt. Die Gespräche sind im Laufen. Zu Punkten. Es ist für mich diese Folgerungen nicht abschätzbar. Zu Punkt 20 und 21. Müssen Sie diese Fragen richten an die ASFINAG. Ich kann sie Ihnen heute und hier nicht beantworten. Zu Punkt 22, in dem Sie mich fragen, ob es bisher in Wien ein Beispiel gegeben hat, wo eine illegale Besetzung geduldet wurde, muss ich Ihnen antworten mit Ja. Das Volksgaragenprojekt Bacherplatz beispielsweise, wo ein Stand gegen das bereits baubewilligte Garagenprojekt von der ÖVP Wien unterstützt wurde und es dort mit Sicherheit keinen Ruf nach einem Polizeieinsatz gegeben hat. Zu Punkt 23 bis 25. Die Vorgangsweisen der Behörden kann sich grundsätzlich nur an der geltenden Rechtslage und an den gegebenen Rechtsgrundsätzen orientieren. 29. Es wurde in letzter Zeit eine Reihe von Gesprächen sowohl mit den zuständigen Ressortstadträten als auch mit den verantwortlichen Dienststellen und selbstverständlich auch mit der ASFINAG geführt. Den Punkt 30. Muss ich Ihnen beantworten mit Nein. Zu Punkt 31. Die Stadt Wien ist an die gegebene Rechtslage gebunden und kann und wird nur in diesem Rahmen agieren. Zu Punkt 32 und 33. Ich wiederhole, es handelt sich um ein Projekt der ASFINAG. Nach meinem Wissensstand ist eine Abänderung nicht beabsichtigt.